Die Leipziger Buchmesse geht erstmals seit Jahren ohne Besucherrekord zu Ende. Schuld daran war das Winterchaos mitten im Bücherfrühling. Schnee und Eis legten Bahn- und Straßenverkehr weitgehend lahm. Vor allem am sonst so besucherstarken Samstag blieben viele Leserbegeisterte auf der Strecke. Neben dem Wetter stand der Streit um rechtsgerichtete Verlage im Mittelpunkt. Dass diese bei der Messe ausstellen dürfen, empfanden die einen als selbstverständlich, andere als gefährlich. Teils kam es zu Handgreiflichkeiten durch linke Aktivisten. Kaltes Wetter und aufgeheizte Stimmung, da gerieten die Leipziger Preisträger etwas ins Abseits. In der Kategorie Belletristik räumte Esther Kinski ab. Karl Schlögl bekam die Auszeichnung für das beste Sachbuch, Sabine Stör und Juri Durkott für die beste Übersetzung.